Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Klicker und freien Formen dem Hund beibringen kann, schön auf seine Decke zu gehen, also sozusagen ein Deckentraining durchzuführen. Dazu braucht ihr einen Klicker, einen Hund und eine Futtertasche mit dem Hundefutter des Hundes oder gute Leckerchen. Zuerst mache ich es so, um den Hund auf die Decke vorzubereiten, dass ich einfach zwei, drei Leckerlis nehme und die auf die Decke werfe. So weiß der Hund, dass es jetzt im nächsten Trainingsschritt um die Decke geht. Das ist eigentlich jetzt noch kein freies Formen, weil ich hier einfach über Locken arbeite. Ich nehme also immer wieder ein Leckerchen, werfe es einfach auf die Decke und lasse den Hund hinterher hüpfen. Im nächsten Schritt fange ich schon an, kein Futter mehr in der Hand zu haben, sondern bitte den Hund jetzt einfach, mir Verhalten anzubieten. Lego Action. Und jetzt wird jeder Schritt in die richtige Richtung geklickt und mit einem Leckerchen verstärkt. Das kann sein, dass der Hund die Decke anstupst oder anguckt, dass er schon einen Fuß drauf setzt. Und nach jedem Klick sollte er eigentlich das Verhalten direkt wieder anbieten. Ich gucke auch immer zum Gegenstand hin, damit der Hund weiß, dass es um diesen Gegenstand auch weiterhin geht. Wenn ich jetzt die ganze Zeit auf den Hund starre, ja, dann hat der Hund nicht die Idee, dass er zur Decke gehen soll. Gucke ich wieder zur Decke, sollte das Verhalten relativ schnell wieder einsetzen. Am Anfang sitze ich noch relativ nah bei der Decke, damit der Hund schön verlässlich das Verhalten immer und immer wieder anbietet. Wenn ich jedes Mal das Verhalten spontan bekomme, der Hund also keine lange Zeit mehr braucht, um das Verhalten zu zeigen, hier war ich schlecht vom Timing gerade, also wenn der Hund jedes Mal wieder schön verlässlich das Verhalten anbietet und zur Decke rennt, gibt es dafür keinen Klick mehr. Der Hund muss mir jetzt mehr Verhalten anbieten. Ja, das war jetzt schon ein Hinlegen, zwar nicht auf der Decke, aber der Hund hat auf jeden Fall gesagt, hier scheint es jetzt kein Leckerli zu geben, für einfach nur Pfote drauf touchen, sondern ich muss mich hier mehr anstrengen. Mach mal weiter. Und jetzt bietet sie mir tatsächlich schon immer schön einen Platz an. Ja, immer mit einem Fuß auf der Decke. Das finde ich erstmal schon ganz gut. Und das muss ich mir jetzt nach und nach so formen, dass der Hund sich jedes Mal schön immer mehr auf die Decke legt. Ja, das langt mir jetzt nicht, weil vorher hat sie es schon besser angeboten. Das sitze ich jetzt einfach mal aus. Hier muss ich jetzt einfach mal geduldig sein, weil der Hund jetzt keine Idee hat, mir noch mehr Dinge anzubieten. Und bei sowas kann man dann auch zwischendurch einfach mal helfen. Und jetzt gucken wir mal, ob sie mit der Hilfe schon eine, jawohl, eine Idee hat, was ich jetzt von ihr will. Ja, prima. Ja, ich kann das auch nochmal verbal verstärken. Klasse, dass ich ihr sage, dass das ganz toll ist. Machen wir mal. Ja, super. Ist sie wieder im alten Film. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Dafür gibt es keinen Klick und Bestärkung. Mach's mal besser. Mach mal schön. Jawohl. Ja, zwischendurch darf man mit dem Hund natürlich auch ruhig reden. So, mach mal. Nee, mach das mal besser. Oh, mach das noch mal besser. Jawohl. Super. Weiter. Jawohl. Jawohl. Oh, nee, 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 mach mal schön. Mach das mal schön. Jawohl. So. Klasse. So. Weiter. So,
wenn sie mir auch das Verhalten jetzt immer wieder spontan anbietet, fange ich schon an, mein Signal einzubauen. Hier werde ich jetzt aber erstmal noch ein bisschen daran arbeiten, meine Körperhaltung zu verändern, bevor ich das Signal einsetze, weil ich denke, dass sie gerade in dem Verhalten noch nicht gut genug ist. Und damit ich mir das nicht gleich im Ansatz schon wieder kaputt mache, versuche ich es jetzt erstmal im Stehen. Auch in einer anderen Körperposition zeigt sie das Verhalten sehr schön. Wenn der Hund seinen Klick für die Decke bekommen hat, werfe ich das Leckerli auch immer ein Stück von der Decke weg, damit der Hund danach das Verhalten sofort wieder zeigen kann. Der nicht umgehend das Platz anbietet auf der Decke, müsst ihr noch einen Zwischenschritt einbauen. Und zwar, wenn der Hund die Decke betritt, Junghunde zum Beispiel steigen einfach auf die Decke rauf und legen sich oder setzen sich nicht hin, dann muss ich halt noch einen Zwischenschritt einbauen, wenn ich den Hund so weit habe, dass er auf die Decke geht und dort steht oder sitzt, mache ich das einfach so, dass ich nicht sofort klicke, wenn er die Decke betreten hat, sondern ich sage ihm dann einfach das Verhalten Platz, also gebe ihm das Signal Platz und in dem Moment, wo er sich hingelegt hat, klicke ich das und belohne ihn wieder. Wenn der Hund das Platz noch nicht kann, ist es natürlich sinnvoll, parallel oder auch vielleicht vorher das Verhalten Platz erst einmal zu trainieren. So. Wir machen jetzt an dieser Stelle nochmal weiter. Ich versuche mich jetzt erstmal nach und nach immer mehr von der Decke zu entfernen. Ja, da habe ich schon ein Problem. Zwischendrin hat sie einfach mal die Idee, mir andere Sachen anzubieten. Da klicke ich jetzt auch einfach mal, dass sie sich nicht hinlegt, sondern dass sie nur zur Decke geht, weil ich ja jetzt einen Kontext verändert habe, indem ich mich woanders hingestellt habe. Ja, sie hat gerade alle möglichen Ideen, mir Dinge anzubieten. Sie macht jetzt gerade einen Kreis. Den will ich aber nicht. Das heißt, das ignoriere ich einfach. Und ich klicke jetzt wieder jedes Verhalten in Richtung Decke. Mir auch, wenn sie einfach nur zur Decke hingeht. Das langt mir nicht. So. Auch das muss ich jetzt wieder so lange trainieren, bis der Hund dort verletzlich die Decke betritt und nicht einfach wie jetzt hier bei mir stehen bleibt. Ist natürlich für den Hund auch nicht so einfach, gerade wenn man so verfressen ist wie mein Hund, sich von den Leckerlis, die ich hier in der Tasche habe, zu lösen. Und hier muss der Hund einfach einen Umweg kennenlernen. Das Leckerli bekomme ich dann, wenn ich einen Umweg gehe, nämlich wenn ich von Frauchen und von den Leckerlis weg zur Decke marschiere. Dann gibt es meinen Marker, nämlich den Klicker, und dann gibt es die Belohnung. Nee, mach mal weiter. Action. Action. Super. Und weiter. Yeah. Super. Und ja, Lego ist ein Hund, die immer viel Sprache noch zwischendurch braucht. Sie braucht immer wieder Ermutigung, einfach loszulegen, statt einfach nur bei Frau gehen stehen zu bleiben. Mach mal weiter. Jawohl. Super. Und noch. Jawohl. Super. Und noch mal ein bisschen mehr. Weiter. Jawohl. Klasse. Jawohl, super. Nochmal, Platz. Jawohl. Ich helfe dir jetzt mal mit dem Platzwort. Weiter.
Platz, jawohl. Super, weiter. Platz, jawohl. Super, weiter. Platz, besser, besser, besser. Besser. Platz, jawohl. Super. So ein feines Glück. Und nochmal. Weiter. Platz, jawohl. Gutes Mädchen. Und nochmal. Platz, jawohl. Super. So, jetzt würde das Signal dazu kommen, und zwar bevor der Hund das Verhalten wieder zeigt, baue ich das Signal ein. Decke. Platz, jawohl. Super. Decke. Jawohl. Wie? Decke. Jawohl. Klasse. Decke. Jawohl. Ganz toll. Decke. Jawohl. So toll. Decke. Jawohl. Decke. Jawohl. Super. Ganz tolles Mädchen. Decke. Ups, ein Leckerli ist rausgefallen. Jawohl. Super. So, jetzt kommt ein Schritt, wo ich mit den Leckerchen anders verfahre. Ich möchte ja, nachdem ich das Signal gegeben habe, dass der Hund später auf der Decke bleibt. Das heißt, ich gebe jetzt das Signal, der Hund geht auf die Decke, legt sich dorthin und ich werde mehrere Leckerchen hintereinander auf der Decke füttern. So dass ich hier jetzt schon klar mache, nach dem Signal lohnt es sich, auf der Decke zu verweilen, dort einfach mal einen Moment auszuruhen. Lego, Decke. Ein Leckerli, noch ein Leckerli, noch ein Leckerli, am besten immer schön zwischen die Füßchen legen. So, dass der Hund nicht aufsteht, dass er schön im Verhalten bleibt. Am Anfang dürfen die Leckerchen in einer zügigen Zeitfolge kommen. Ja, klasse. Ich kann mit dem Hund auch reden. Unterdessen, prima. Super. Und okay. Und irgendwann fliegt es der... Ja, da haben wir es schon. Der Hund sagt, hey, die Decke war toll. Ich gehe sofort wieder drauf. Ich komme gar nicht dazu, mein Signal zu sagen. Komm nochmal her zu mir. Lego Decke. Jetzt kann ich den Klick schon rauszögern. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir dieses Training schon öfter gemacht haben. Und bei einem Hund, der das jetzt gerade frisch lernt, geht das natürlich nicht in 5 Minuten. Und ihr seht auch, wenn man das ein paar Tage mal nicht macht, Lego muss bei mir nicht sehr oft auf die Decke gehen. Das darf sie bei mir eigentlich selbst entscheiden. Ich bekomme auch nicht so viel Besuch, sodass ich jetzt nicht das Problem habe, ständig meinen Hund auf die Decke schicken zu müssen. Aber es ist halt schon so, dass auch da der Hund was vergisst und sie zwischendurch ja jetzt auch ein paar kleine Fehlerchen gemacht hat. Teilweise liegen die natürlich auch an mir, weil mein Timing zu schlecht ist. Ich hatte eben zweimal, dadurch, dass ich jetzt mit euch rede und euch erkläre, was ich hier mache, habe ich natürlich das Problem, dass ich mich nicht genau auf die Arbeit konzentrieren kann und ab und zu schlecht geklickt habe. Das sollte natürlich im Alltag nicht vorkommen. Man sollte sich schon konzentrieren, wenn man mit dem Hund arbeitet. So, wir gucken mal, was passiert, wenn ich sie jetzt mit dem Leckerli von der Decke wieder runterlocke. Ich sag mal nix. Ja, und ihr seht, wir haben einen Hund, der durch die Leckerligabe auf der Decke, also im Prinzip in der Position, die sie später zeigen soll, haben wir einen Hund, der jetzt schon sehr gerne wieder zu seiner Decke geht und sagt, juhu, die Decke ist ein prima Platz, da fühle ich mich wohl. Die tolle Decke, gell? Die tolle Decke, die ist ja so toll. Hier machen wir gerade Schleichwerbung, gell? So, das probieren wir nochmal. Ich gehe jetzt einfach mal weiter weg von der Decke und schau mal, was passiert. Ach, da passiert noch nichts. So gut war es dann wohl doch nicht. Decke. Ich helfe mit dem Signal nach und ohne zu zögern, geht sie zu ihrer Decke und wartet wieder, dass ich ihr reichlich Leckerlis präsentiere. Prima, gutes Mädchen. So ein tolles Mädchen. So ein tolles Mädchen. Super machst du das. Klasse. Decke. Jetzt haben wir gerade eine andere Idee. Lego die Decke. Jawohl, besser. Ach, das ist nicht so schön. Das würde ich jetzt
bei meinem Hund nochmal machen wollen, weil ich weiß, dass sie es eigentlich besser kann. Decke. Prima. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben das jetzt hier schon ein paar Minuten gemacht. Für den Hund ist das arg anstrengend, weil er sich das quasi fast selbst erarbeitet. Ich habe ja doch relativ wenig Hilfen gegeben. Und für den Hund ist das dann schon schwer, immer den richtigen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, naja, jetzt will sie das und jetzt will sie wieder das. Also ich denke, Fehler machen ist okay, mein Hund darf Fehler machen. Und alles, was er an Fehlern macht, denke ich, kann man sich dann auch selbst auf die Fahne schreiben, weil der Hund ist nur so gut wie sein Mensch. So, das war's. Ich denke, ach so, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, wenn ihr das Verhalten benutzen möchtet, wenn euer Hund oder wenn ihr Besuch bekommt, dann müsst ihr natürlich, wenn ihr jetzt an diesem Punkt seid und ihr seid also alleine, ihr habt mit dem Hund trainiert, der Hund geht immer wieder schön auf die Decke und bleibt dort auch liegen, muss ich natürlich die Leckerchengabe erstmal verlängern. Das heißt, ich gebe nicht mehr eins nach dem anderen auf die Decke, sondern ich gebe eins, dann warte ich ein paar Sekunden, dann gebe ich wieder eins, dann warte ich wieder ein paar Sekunden. Das muss ich mir also ausbauen, dass der Hund erstmal die gewünschte Zeit auf der Decke liegen bleibt, nachdem ich das Signal gegeben habe. Wie die Zeit sein soll, liegt natürlich an euch, für was ihr das Deckentraining benutzen möchtet. Möchtet ihr es nur, um den Hund mal in die Ruhe zu schicken? Möchtet ihr das haben, wenn Besuch kommt? Also das liegt ja immer an der jeweiligen Person selber, wie sie das halt haben möchte. Und wenn ihr soweit seid und ihr habt jetzt die Länge trainiert, dass der Hund da so, sagen wir mal, 5 Minuten auf der Decke liegen bleibt und ich möchte das später bei Besuch haben, dann muss ich natürlich das gleiche Training mit Besuchermenschen üben. Das heißt, ich nehme mir mal eine Freundin und lade die halt mal ein zum Kaffee und sage, pass mal auf, wir üben jetzt mal 5 Minuten mit meinem Hund. Und während die Person halt zum Beispiel auf dem Sofa sitzt, übe ich dieses Training. Danach, wenn das gut klappt, würde ich üben, dass die Person sich im Raum bewegt. Dann würde ich üben, dass ich das vielleicht sogar ohne Person an der Haustür mache. Ich lege die Decke neben die Haustür und mache einfach die Tür auf und der Hund soll halt auf der Decke liegen bleiben. Tür aufmachen heißt ja für den Hund auch immer, juhu, wir gehen raus, es geht los, wir gehen spazieren. Da kann ich also wunderbar mit mir selber üben am Anfang und nur mit der Haustür. Dann kann ich das so machen, dass dann mal jemand vor der Haustür steht und geklingelt hat, derjenige aber von mir instruiert wurde, dass es eben einen Moment dauern kann, bis ich die Tür öffne, weil ich mit meinem Hund erst noch ein paar Minuten Deckentraining machen möchte. Das heißt also, ihr müsst nach und nach die Verhaltensweisen üben, die der Hund später mit der Decke, also die Kontexte üben, die der Hund später mit der Decke in Verbindung bringen soll. Also eben, seid ihr alleine, habt ihr Besuch, habt ihr mehrere Leute Besuch, möchtet ihr das Verhalten haben, wenn es klingelt, dann müsst ihr natürlich primär auch die Klingel noch mit reinbringen. Also ihr seht schon, ein Deckentraining ist schon relativ aufwendig, wenn man es strukturiert machen möchte und wenn man halt alle Eventualitäten mit reinrechnet. Aber mit Hilfe des Klickers und mit Hilfe des freien Forms geht es eigentlich sehr, sehr schnell. Und Lego habe ich das Verhalten beigebracht innerhalb ein paar Tagen. Also es hat gar nicht so lange gedauert. Es ist sicherlich noch nicht in allen Situationen verlässlich. Besuchersituationen habe ich wenig geübt, gebe ich zu. Da kann ich das Verhalten dann eben auch in der Form noch nicht abverlangen vom Hund. Aber ich nutze Besuchersituationen eben immer dazu, es immer mal wieder zu üben. Und wenn ich halt weniger übe, braucht so ein Verhalten, bis es aufgebaut ist, einfach etwas länger. So, ich hoffe, ihr habt ungefähr verstanden, was ich euch erklären wollte. Okay, bis dann. Ciao.